Heute in der Sendung Omta Omta. So heißt die Ausstellung des Künstlers Jan-Henrik Brinkmann. Zu sehen ist sie derzeit in der Galerie Brutal im IME-Zentrum. Die Arbeiten sind collageartig gestaltet und von alten Familienfotoalben inspiriert. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von 0511. Wir sind heute vor Ort in der Galerie Brutal und treffen den Künstler Jan-Henrik Brinkmann. Mit seinen Bildern bringt der Künstler ein Stück seiner Heimat nach Hannover. Ölmalereien und Zeichnungen auf Leinwänden gehören ebenso zu seiner Ausstellung als auch Malereien auf den Betonwänden der Galerie Brutal. So wird der gesamte Raum zum Kunstwerk. Ich greife zunächst auf Quellenfotos zurück aus Familienalben, also die Alben meiner beiden Großmütter. Da sind auch Alben dabei, die aus den, weiß ich nicht, bis auf das 19. Jahrhundert zurückgehen. Die Schreckliches zeigen, die Situation zeigen, Menschen zeigen, die dort gelebt haben, wo ich auch aufgewachsen bin, in einem Landstrich bei Sieke, genau, in der Nähe von Bremen. Diese Fotos setze ich dann neu zusammen und versuche immer unterschiedliche Zeitkontexte zu nutzen, um auf diese Weise eine überzeitliche Aussage treffen zu können. Dabei habe ich dann auch, so nutze ich auch zum Beispiel bei den Landschaften, nutze ich auch nicht nur eine Landschaft auf einem Bild, sondern wenn man auf einem Bild eine Landschaft sieht, dann ist sie meistens aus, ich weiß nicht, 3, 4, 5, 7 Landschaften neu zusammengefügt, neu komponiert. Und dadurch versuche ich, dem Gefühl näher zu kommen, was man hat, wenn man in einem Dorf ist, in der Nähe von, ja, in einem Dorf in Deutschland sozusagen. Also ich versuche, dem Gefühl näher zu kommen, was die Leute haben und nicht einen spezifischen Ort zu zeigen. Brinkmann geht es nicht um die Erhaltung von vergangenen Ereignissen oder Orten. Er möchte mit seinen collageartigen Arbeiten nicht nur zum Denken anregen und durch die Kombination vieler Landschaften und verschiedener inhaltlicher Themen ein Gefühl dafür übermitteln, dass alles anders sein könnte, als es in unseren Köpfen existiert und damit mit Vorurteilen und festsitzenden Denkmustern brechen. Es geht auf jeden Fall der Neuzusammensetzung, der Neukomposition der unterschiedlichen, des Quellenmaterials, der Nahrung sozusagen, der ich mich bediene. Da geht es darum, eine überzeitliche Aussage zu treffen und ein Gefühl sozusagen zu vermitteln, was man an vielen Orten in Deutschland haben könnte, weil eben halt auch diese Landschaften neu zusammengesetzt sind, die Figuren teilweise zu Wiedergängern werden, weil sie eigentlich schon gestorben sind, aber dann wieder in den Dialog treten mit Menschen, die heute vielleicht noch leben. Genau. Dabei trifft er auch Aussagen über bestimmte gesellschaftliche Strukturen, wie beispielsweise einer Diktatur. In den Bildern sind Hinweise darauf versteckt, unter anderem Schuhe von Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg und eine Soldatenmütze. Genau, also bei den Bildern geht es auf jeden Fall um Gesellschaft, um Gesellschaften, in der wir leben, und die Bilder sind auch, also es sind zeitgenössische Bilder. Es sind, natürlich greifen die Bilder auf Quellen zurück, die halt teilweise deutlich vor unserer Zeit liegen, teilweise halt bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, aber teilweise auch aus der heutigen Zeit kommen. Ich versuche in den Bildern zu zeigen, wie Menschen miteinander agieren, wie sich, ja, oder was gewisse Strukturen machen, was passieren kann, wenn man ritualisiert ausgeführtes Handeln übertreibt. Auffällig an den Bildern sind die zahlreichen Farben, die Brinkmann innerhalb eines Bildes verarbeitet hat. Die Popkultur hat einen wesentlichen Einfluss auf seine Werke und spiegelt sich darin wider. Eine Idee der Bilder ist natürlich auch, diese Leute auf eine gewisse Art und Weise ikonisiert darzustellen und dann auch wieder einen Kontrast herzustellen. Und natürlich geht es mir bei einem Bild nicht darum,
Also bei einem Bild geht es im ersten Moment darum, es zu machen, aber im zweiten Moment geht es natürlich darum, wie der Betrachter mit dem Bild agiert, wie der Betrachter auf das Bild reagiert und wie das Bild im Betrachter weiterlebt. Genau, und deswegen ist, glaube ich, dieser popkulturelle Verweis in der Inszenierung der unterschiedlichen Figuren, die ich hier habe, ziemlich wichtig, um gewisse Denkmuster oder Sehbilder, die man kennt, weil man immer wieder darauf hingewiesen wird in den Medien, die man sich dann sozusagen unbewusst zunutze macht, um den Code dieser Bilder zu knacken. Ungewöhnlich sind auch die Titel der Bilder. Zu jedem Bildtitel gehört zusätzlich eine Lautschrift. Das Bild Marilyn ist tot, Elvis auch, es lebe Heiner Mayer, trägt beispielsweise zusätzlich den Laut Ta. Diese Laute sollen den Ton des Bildes und damit ein Gefühl zu dem Bild vermitteln. Die Bildtitel stehen manchmal im Kontrast zu den Bildern oder sie ergänzen sie auf inhaltlicher Ebene. Also ich möchte halt mit dem Bildtitel eigentlich nicht nur bloß das Bild beschreiben, wie zum Beispiel eine Landschaft an einer Rückenfigur oder so. Ist vielleicht ganz lustig, weiß ich nicht, dann kann man ihn aber, finde ich, auch weglassen. Mir geht es halt darum, das Bild dann über den Titel auch irgendwie noch ein Stück weit zu erweitern. Jeder Titel ist ergänzt durch Lautmalerei, Onomatopoesie sozusagen. Und diese Lautmalerei gibt den Ton an. Ähnlich ist es mit dem Titel der Ausstellung Omta Omta. Seine Bedeutung möchte Brinkmann größtenteils dem Betrachtenden überlassen. Es ist der Zyklus und es gibt den Ton an sozusagen. Also, ne, es ist ja auch wieder ein Spiel mit dem Wort Omta, was ja mehr oder minder ein Neologismus ist. Seiner Aussprache, was dann irgendwie klingt wie Humba, Humba, Tetre. Der Künstler macht auch die Galerie Brutal selbst zu einem Kunstwerk, indem er nicht nur die Wände teilweise bemalt, sondern auch mehrere Rahmen in dem Raum konstruiert hat. Damit werden die Besuchenden auch selbst zu einem Teil der Ausstellung. Und zwar geht es ja bei der Galerie Brutal auch darum, den Raum des IME-Zentrums, die Galerieräume, zu bespielen. Es geht nicht darum, einfach nur Bilder an die Wand zu hängen, sondern es geht darum, mit diesem Raum zu interagieren. Das ist mir auch ganz wichtig. Dieser Raum ist jetzt aufgebaut wie eine Festhalle in einem Dorf. Also es ist quasi die Inszenierung einer großen Dorfveranstaltung, bei der sich viele Menschen treffen, sozusagen. Man sieht hier an den Wänden ziemlich, ja, also stark abstrahierte Girlanden, die eigentlich den Raum schmücken. Und die Menschen kehren sozusagen hier ein. Ja. Und wenn man hier weiterschaut, also wenn man durch die Ausstellung geht, hoffe ich, dass die Besucher, wenn wir dann geöffnet haben, die unterschiedlichen Rahmen sozusagen, die auch in den Räumen der Galerie sind, wahrnehmen. Justus Lindekugel ist Kurator der Galerie Brutal. Er erklärt, warum es ihm wichtig ist, dass der Raum in die Arbeiten integriert wird. Also als wir diesen Raum irgendwie, ja, wie gesagt, erschlossen haben vor 3,5 Jahren, war das natürlich hier keine Galerie, sondern einfach nur ein Raum, ein leerer, riesiger Raum voller Müll. Und als wir den befreit haben von dem ganzen Müll und irgendwie angefangen haben, den wieder nutzbar zu machen, ist uns aufgefallen, was für Möglichkeiten dieser Raum auch bietet. Und vor allem bietet er so viele Möglichkeiten, dass man hier auch wirklich arbeiten kann. Und deswegen ist unser Konzept so, dass die Leute, die hier hinkommen, hier auch arbeiten sollen. Also es ist nicht bloß eine Galerie, wo Leute ihre Bilder ausstellen, die sie irgendwo anders gemalt haben, sondern die Leute sollen vor allem vor Ort hier arbeiten und irgendwie die Ergebnisse dann hier auch präsentieren. Uns ist es wichtig, dass die Person flexibel mit ihrem Konzept ist und das Konzept so ein bisschen vielleicht auch auf den Raum anpassen kann und nicht sagt, ja, ich habe jetzt hier
vor 2 Jahren so eine Bilderreihe gemalt, die will ich hier gerne ausstellen. Sondern eine Person, die sagt so, hey, ich finde diesen Raum spannend, ich will das und das damit machen, das und das kann ich mir vorstellen. So flexibel im Kopf, flexibel im Konzept und dann, ja, läuft das meistens schon irgendwie. Die Ausstellung von Brinkmann sollte eigentlich bereits am vergangenen Freitag eröffnen. Da aktuell keine Besuchenden in die Galerie Brutal kommen können, bleibt Omta Omta länger ausgestellt. Da die Kuratoren der Galerie Brutal auf ehrenamtlicher Basis arbeiten, stellt Corona zumindest in finanzieller Hinsicht keinen Einschnitt für sie dar. Wir müssen halt Konzepte umdenken, umschreiben und alles Mögliche. Aber es ist auch auf jeden Fall eine Chance, weil man viele Leute auch kennengelernt hat, die dann meinten sie, okay, wir machen jetzt eine Online-Ausstellung oder wir machen jetzt Konzepte anders. Auch Brinkmann geht optimistisch mit der Situation um. Als malender oder zeichnender Künstler sozusagen in ein Bild zu malen oder zu zeichnen oder was auch immer, ist ja eine sehr einsame Aufgabe auch. Also man führt ja ein Gespräch mit der weißen Leinwand oder mit dem weißen Blatt Papier, mit der weißen Wand in dieser Galerie und setzt sich damit auseinander. Deswegen glaube ich, dass man diesen Teil für sich machen kann und auch, dass man das in der Pandemie auch genauso weitermachen kann. Genauso gut weitermachen wie bislang. Das ist doch ein gutes Stichwort. Der Künstler zeigt, wie das gehen kann. Statt sich nur auf die negativen Seiten zu fokussieren, sollte man sich auch auf die positiven Seiten besinnen. Und das war's auch schon wieder mit unserer Sendung 0511. Alle unsere Beiträge können Sie natürlich auch in unserer Mediathek wiederfinden. Haben Sie einen schönen Abend, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.